Hallo Freunde, ich stehe ein bisschen unter Zeitdruck. Ich habe Poppy und ihren Freunden versprochen, für sie leckeres Eis zu machen. Deshalb habe ich mir schnell diese tolle Eismaschine besorgt. Los, lasst es uns aufmachen. Wow, lasst uns mal anschauen, was wir hier alles haben. Mal sehen, welche Farbe die Knete hat. Grün, pink, blau, lila und gelb. Und jetzt bauen wir die Eismaschine zusammen. Hier habe ich 3 Waffeln. Ich glaube, die kommen hier hin. Und hier habe ich Eisbecher. Und hier habe ich noch 2 kleine Löffel. Tja, es ist alles fertig. Dann kann ich jetzt anfangen, Eis zu machen. Hiermit mache ich Pistazieneis. Lasst uns auch eine Eiswaffel machen aus gelber Knete. Lasst uns unser Eis noch dekorieren. Oh, schaut mal! Hier hat es einen kleinen Stern. Unser erstes Eis ist fertig. Für Poppy mache ich ein Eis in der Waffel. Und zwar zweifarbig. Pink und blau. Oh, als Deko mache ich eine Himbeere. Es soll ein farbenfrohes Eis werden. Also mache ich eine gelbe Blume. Poppys Eis ist auch fertig. Ich weiß, Biggie liebt Eis. Für ihn mache ich einen ganz besonders großen Eisbecher. Grün. Pink. Blau. Schaut mal, hier hat's Bananen. Gelber Knete kann ich das machen. Für Biggie mache ich auch eine Eiswaffel.
Schaut mal, die Waffel ist schön geworden. Schaut mal, Biggies Eis ist auch fertig. Für mich selbst mache ich auch ein Eis. Eis auf Waffel. Meine Waffel ist fertig. Da kommt jetzt eine Kugel Eis drauf. Jetzt kommt noch Blaubeersoße drauf. Und obendrauf kommt noch ein Smiley. Zwei Löffel für die Eisbecher. Freunde! Freunde! Huhu! Bob, ich habe mit Nicole gesprochen. Sie macht für uns Eis. Eis? Oh, super. Ich liebe Eis. Ob Nicole wohl weiß, wie gern ich Banane esse? Lecker Eis. Ich liebe jede Eissorte. Trolls, ich habe euch Eis gebracht. Poppy, das ist dein Eis. Und Biggie, für dich habe ich Eis mit Banane gemacht. Wow, Eis mit Banane. Vielen Dank, Nicole. Das ist für dich. So, lasst es euch schmecken. Jetzt essen wir aber unser Eis, bevor es schmilzt. Oh, hallo Freunde. Schaut mal, ich habe ein neues Spielzeug. Das ist Ariel, die kleine Meerjungfrau. Hallo Freunde. Ich bin eine Meerjungfrau und lebe im Meer. Deshalb habe ich auch keine Beine. Schaut mal, ich habe Flossen. Und weil Ariel im Meer lebt, werde ich für sie ein schönes Meer machen. Dazu brauchen wir natürlich Wasser. Schaut mal, ich habe hier kunterbunte Korallen. Ui, die sind aber schön. Und hier habe ich Seegras. Ariel, und was gibt es sonst noch im Meer? Mal nachdenken. Ah, Steine und Muscheln. Ja, stimmt. Zum Glück habe ich hier Muscheln und auch Steine. Ich denke, das Wasser sollte bläulich sein. Ich habe hier Orbis-Kügelchen. Nicole, da fehlt noch was. Weißt du, in jedem Meer hat es auch verborgene Schätze. Du hast natürlich recht, Ariel. Ich habe eine Idee. Ich habe hier eine Schatztruhe. Die kommt auch ins Meer. Die ist einem Piraten vom Schiff gefallen. Hey, in dieser Truhe ist ja ein richtiger Schatz. Ich kann es kaum erwarten, ins Wasser zu springen. Ich bin noch nie in einem so schönen Meer geschwommen. Okay, dann ab ins Wasser mit dir, Ariel. Das Wasser ist herrlich. Dankeschön, Nicole. Hallo, Nicole. Was machst du denn hier? Oh, hi, Barbie. Ich habe für Ariel ein ganz schönes Meer gemacht. Oh, Ariel, dein Meer ist so schön. Ich wünschte, ich könnte auch eine Meerjungfrau sein. Nicole, kannst du Barbie nicht helfen? Mal überlegen. Ah, ich habe eine kleine Schachtel. Da sind verschiedene Kostüme drin. Lasst uns nachschauen, ob wir was Passendes für Barbie finden. Mal schauen. Barbie! Ich habe hier ein Ballkleid. Und da ist sogar noch eins. Oh, die sind wunderschön. Aber mit denen kann ich nicht schwimmen.
Nicole, vielleicht kannst du ja mal für Ariel Beine machen. Dann können wir die Kleider anziehen und auf einen Ball gehen. Gute Idee, Barbie. Aber heute möchte ich mit dir schwimmen. Nicole, was ist denn noch in der Schachtel? Mal schauen. Oh, das sind Flügel für ein Feenkostüm. Oh, die sind wunderschön. Aber damit kann ich auch nicht ins Wasser. Dann lass uns weitersuchen. Was ist das denn? Oh, ein Sonnenhut. Für dich, Barbie. Steht der mir? Natürlich steht er dir. Aber den kannst du aufsetzen, wenn du an den Strand gehst. Ist noch was in der Schachtel, Nicole? Ja, ich glaube, ich habe gefunden, was wir brauchen. Jetzt bin ich aber aufgeregt. Nicole, hilfst du mir beim Anziehen? Natürlich. Komm her, Barbie. Nicole, und was ist mit den Schuhen? Die Schuhe musst du ausziehen. Du bekommst dafür die Flosse. Ariel, schau mal. Barbie ist jetzt auch eine Meerjungfrau, genau wie du. Komm ins Wasser, Barbie. Los, los. Ja, Ariel. Barbie kommt auch ins Wasser. Mit Ariel und Barbie zu spielen, hat wirklich Spaß gemacht. Welche der beiden findest du schöner? Schreib's in die Kommentare. Tschüss! Fertig! Tschüss! Alles klar! Ich hab den neuen Reifen drauf gemacht. Prima! Dankeschön, Rubble! Hallo, Paw Patrol! Ryder kann heute leider nicht kommen. Deshalb habe ich heute hier das Sagen. Oh, hast du gehört, Marshall? Nicole ist heute den ganzen Tag bei uns. Supi! Ui! Papa! Oh nein, der Ball ist ins Wasser gefallen. Hey, warte, ich habe eine Idee. Genau, was ich gesucht habe. Damit müsste es gehen. Damit will ich den Ball rausholen. Noch ein bisschen. Oh nein, es klappt nicht. So, mal schauen, ob in der Umgebung soweit alles in Ordnung ist. Oh je, der Ball der Kinder ist in den See gefallen. Zuma, ich glaube, das ist dein Einsatz. Geht klar, Nicole. Ich erledige das. Oh je, was ist denn hier passiert? Da liegen aber viele Steine auf der Straße. Paw Patrol! Paw Patrol, wir brauchen hier eure Hilfe. Paw Patrol, hört ihr mich? Ich höre McQueen. Auf der B27 sind Steine auf die Straße gefallen. Die müssen weggeräumt werden. Hab verstanden, McQueen. Hilfe kommt sofort. Over. Rubble, das ist ein Fall für dich. Alles klar, ich mache mich sofort auf den Weg. Kinder, macht euch keine Sorgen. Ich hol euren Ball da raus. Juhu, juhu. So,
hier ist euer Ball. Miau. Miau. Hört ihr das? Miau. Ich muss nachschauen, was da los ist. Miau. 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 Das Kätzchen kommt nicht mehr vom Baum runter. Sky, ich denke, du könntest es retten. Geht klar. Oh, prima, da kommt Rubble. So, ich habe alle Steine weggeräumt. Ihr könnt hier wieder weiterfahren. Miau, miau. Keine Angst, Kätzchen. Ich rette dich. Miau. So, kleines Kätzchen. Miau. Ich habe den Ball aus dem See geholt. Ich habe das Kätzchen gerettet. Und ich habe die Straße freigeräumt. Hey, das habt ihr gut gemacht. Oh, es ist Zeit fürs Mittagessen. Wisst ihr was? Ich spende euch eine Pizza. Los, kommt! Spaß für Kinder. Hallo Omnom. Möchtest du mit mir spielen? Hey, hast du vielleicht Zahnweh? Jetzt weiß ich es. Du hast Halsweh. Es ist ja auch kalt draußen. Und du bist überhaupt nicht warm angezogen. Ich habe eine Idee. Hier habe ich einen Schal für dich. Hey, nein, nein, lass das, Omnom, lass das. Ein Schal. Handschuhe. Schuhe. Auch noch eine Mütze. Ah, ich glaube, die ist zu klein für Omnom. Ah, die blaue müsste passen. Streck die Hand aus. Stell dich nicht so an. Jetzt fehlt nur noch der Schal. Na also. Jetzt ist er nicht mehr kalt, oder? Omnom, was soll das? Ich dachte, dir ist kalt. Yum, 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 yum. Ach so, jetzt weiß ich, was los ist. Du hast Hunger. Puh. Ich mach dir was zu essen. Ja, Omnom, mit diesem tollen Spielzeugset mache ich für dich Bonbons und Lutscher. Los geht's! Mal schauen. Ich glaube, zuerst mache ich für Omnom ein Erdbeerbonbon mit roter Knete.
Schaut mal, sieht schön aus, oder? Ach, Omnom, pass auf meinen Finger auf. Ich weiß, Omnom, du möchtest noch mehr Süßigkeiten. Okay. Omnom ist aber schnell. Ich glaube, ich muss einen Zahn zulegen. Und jetzt mache ich Lutscher. Hier, Omnom. Das ging aber schnell. Ich mach noch mehr Lutscher. Mach den Mund auf, Omnom. Omnom hat noch immer nicht genug. Ich mach dir noch einen großen Lollipop. Dann ist aber Schluss. Den großen Lolli mache ich zweifarbig. Der ist aber schön geworden. Der ist für mich. Ja, warte, Omnom. Für dich habe ich auch einen großen Lolli. Omnom, ich denke, das waren jetzt aber genug Süßigkeiten. Tja, dann räume ich hier mal wieder auf. Und wir, Freunde, sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss! Hallo Freunde, ich bin mit Donald verabredet. Er kommt heute zu mir und wir wollen zusammen spielen. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät dran. Hey, mir aus dem Weg! Ah, da ist er ja. Hallo Donald. Hallo Nicole. Was machen wir denn heute? Ich habe ein lustiges Suchspiel vorbereitet. Das ist mein neues Spielzeug. Das ist eine Zahlenraupe mit bunten Ringen. Aber wie du siehst, fehlen einige der Ringe. Die musst du suchen, Donald. Hallo Raupe. Das wird ein lustiges Spiel heute. Ich fange gleich mal an zu suchen. Roter Ball. Grüner Ball. Gelber Ball. Und blau. Oh, das hört sich aber anders an. Es hat sich anders angehört als die anderen Bälle. Schau doch mal nach. Vielleicht hast du ja den ersten Ring gefunden. Hey, da ist was drin.
Oh, Nicole, schau mal. Warte, Donald, ich helfe dir. Prima, Donald. Du hast das erste Teil gefunden. Ich such weiter. Ha, hier ist bestimmt auch ein Teil drin. Oh, hopp. Dann schau mal nach. Oh, hier ist leider nichts. Ich schau mal zwischen den bunten Perlen. Nicole, fang! Wow, Donald hat gleich zwei Teile auf einmal gefunden. Die Zahl 7 kommt vor die 8. Und die 2 vor die 3. Hopp, und wo sind wohl die anderen Teile? Nein, ich schau da hinten nach. Das, guck, hier habe ich nichts gefunden. Oh, ein Partyhut. Kann ich den aufsetzen? Donald, der ist zu groß für dich. Dann setzt du ihn doch auf. Okay. Tada! Na, steht der mir? Ja, der steht dir richtig, richtig gut. Hey, eins der Teile war unter dem Partyhut versteckt. Oh ja! Dieses Teil kommt hier hin. Nicole, ich glaube, du musst mir helfen. Ich habe kein anderes Teil mehr gefunden. Dann gebe ich dir einen kleinen Tipp. Donald, magst du Blumen? Ja, warum? Nur so. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum fragt sie mich, ob ich Blumen mag oder nicht? Hey, ja klar. Hier hat Nicole auch ein Teil versteckt. Donald, sollen wir jetzt mal zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fehlt. 7, 8, 9, 10. Donald, dann lass uns doch unsere Zuschauer um Hilfe bitten. Habt ihr das Teil gesehen? Wenn ja, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Tschüss!